Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einem neuen Video von unserem Kanal stickerpoint.de und heute haben wir ein neues Video zum Set Pokémon Go. Und zwar öffnen wir die Strahlendes Evoli Kollektion. Wir haben das Ganze ja schon mal auf Englisch geöffnet, heute haben wir das Ganze hier eben auf Deutsch nochmal am Start. Und ja, das ist aus meiner Sicht die geilste Box, die bisher in Pokémon Go, also zum Pokémon Go Set rausgekommen ist. Mit diesem Shiny Evoli hier als Promokarte. Also aus meiner Sicht einfach das beste Produkt, was es von Pokémon Go gibt. Ja, ich bin richtig gespannt, was wir hier heute drinne ziehen werden. Wir haben hier 8 wunderschöne Booster, die Promokarte und die Spielmatte drinne. Ja, Box müssen wir jetzt nicht allzu viel sagen. Ist genauso aufgebaut wie die englische Box. Und ich würde sagen, wir packen das Ganze hier einmal auf. Was ist das hier? Gut zugeklebt das Ganze. So. Da ist mein Cuttermesser. So. Okay, hier fällt einiges raus, wenn man die Box rauszieht. Zum einen hier Pokémon Go Codes. Okay, viel Spaß mit den Items. Zum anderen haben wir hier die Evoli Spielmatte. Diese hier werde ich jetzt zusammengerollt lassen. Aber um euch einmal zu zeigen, wie die aussieht, habe ich hier natürlich die aus der anderen Box. Und zwar ist das dieses wunderschöne Prachtexemplar hier. Eine richtig geile Matte. Mega, mega cool. Super süßes Artwork. Ja, dann wisst ihr auch, wie das Ganze aussieht. Und wir gehen rein in die Box. So, ist hier. Ja, okay. Zack. So, auch hier. Gönnt euch den Code. Wir das strahlende Evoli, die Promokarte. Also einfach wunderschön, diese Karte. Auch dieser Holo-Effekt auf den strahlenden Karten ist super, super geil. Direkt in eine Sleeve. Also wirklich eine wunderschöne Promokarte. Alleine dafür ja, lohnt sich die Box quasi schon. Dann haben wir hier natürlich noch den super cuten Evoli Pin. Auch hier die Shiny Version vom Evoli. Und wir haben 8 Booster. 8 Stück an der Zahl. Und was in diesen 8 Boostern drin ist, was wir hier heute ziehen können, das werden wir jetzt herausfinden. So, ein bisschen Dreck haben wir auch mit dabei gehabt. Sehr schön. Und ich würde sagen, wir gehen rein ins erste Pack. Ich bin mal gespannt. Also, das ist ja Pokémon Go, dadurch, dass wir hier keine Displays haben, weil es ja ein Spezialset quasi ist, kann hier alles Mögliche drin sein. Wir haben Boxen schon gehabt, wo richtig krasse Hits drin sind. Wir haben Boxen gehabt, wo nichts drin ist. Ich bin sehr gespannt. Wir haben Fuzzlesnob, ein Sonderbonbon, ein Kamerupt, Dusselgur, Karpador, Onix, Evoli, ein Kamaup. Oh, Zapdos in Reverse. Normalerweise eine Holo-Karte. Und, ey, erster Hit, Alola Kokowai. Erster Booster, erster Hit. Und auch hier Zapdos, sehr schöne Reverse Holo. So, Booster Nummer 2. Das Schöne ist, dass die Codekarten hier nicht spoilern. Das heißt, wir können das Booster aufmachen, wie wir wollen. So, gehen wir rein. Mal gucken, ob wir hier heute vielleicht sogar ein Ditto ziehen können. Oder noch eine weitere strahlende Karte, also Shiny-Karte.
Bin gespannt. Alola Radfratz, Weberak, ein Pikachu, Reißlaus, Kamaub Reverse. Da habe ich schon kurz gedacht. Hier haben wir auch. Sieht man das? Da sieht man das hier. Der Pfote. Ja, leichte Kratzer, sage ich mal. Das Holo-Foil schimmert auf jeden Fall durch. Und, hey, Zapdos Holo. Eben noch in Reverse, jetzt in Holo. Sehr gut. Also ich meine, wir haben ja hier sowieso in jedem Booster eine Holo-Karte garantiert. Oder Holo oder besser garantiert, sagen wir es mal so. Von daher ist das halt auch immer ein schönes Set zum Öffnen, weil man auf jeden Fall was zurückbekommt. Also man hat auf jeden Fall hier definitiv 8 Holo-Karten drin. Ja, es ist jetzt nicht das allerbeste, aber es ist besser als nichts. In anderen Boxen könnte man tatsächlich auch komplett leer ausgehen. Mir ein Bidiza, Meltan, Glumanda, Griffel, Ambidiffel Reverse und ein Despota. Die dicken Hits bleiben bis jetzt noch aus. Mal schauen, ob wir da heute noch einen von bekommen. Ich würde mich schon, also was heißt schon, ich würde mich schon über Ditto sehr freuen. Oder halt über ein strahlendes Pokémon. Würde ich mich auch sehr freuen. Oder allgemein über eine coole V-Karte oder V-Star-Karte, die wir hier auch haben. Doppel-Lavita und Zapdos again. Okay. Dreimal Zapdos schon gezogen. Und sehr, ja, elektrohaltig hier, diese Box. Nächstes Booster. Booster Nummer 5. Wir haben einen Lunastein. Sonderbonbon. Basasnob. Ein Reißlaus. Pikachu. Shiggy. Meltan. Bidiza und ich sehe es schon, Freunde. Wir haben das strahlende Bisaflor. Jawohl, sehr, sehr geil. Okay, Bisaflor Double Hit. Sehr, sehr nice. Das ist auch ja aus meiner Sicht das geilste, also das geilste Artwork von den strahlenden, von den Shiny Pokémon. Strahlendes Bisaflor. Sehr, sehr nice. Wir haben tatsächlich noch einen Shiny gezogen. Das ist ultra strong. Strahlendes Bisaflor, meine Freunde. Mal hier oben hin. Und natürlich Bisaflor Holo noch dazu. Das passt dann immer noch besser. So, das Ganze machen wir jetzt bitte noch mit Glurak und Turtok. Das wäre ultra krank. So, gut für euch. Auf dem Kopf, ich weiß. Oh, eine V-Star-Karte. Eine V-Star-Karte. Basasnob. Kamerupt. Stalos. Ambidiffel. Natu. Alola Radikal. Larvita. Radfratz. Ein Lunastein Reverse. Und ein Relaxo-Holo. So, zwei Booster bleiben noch übrig. Wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, Freunde, lasst auch gerne heute hier wieder einen Daumen nach oben da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Das zeigt mir immer wieder, dass die Videos, dass euch die Videos gefallen. Ja, genau. Das zeigt mir, dass euch die Videos gefallen. So, jetzt drehen wir den Code mal um. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, um kein Video mehr zu verpassen, lasst auch gerne ein Abo da. Das tut gar nicht weh und dauert auch gar nicht lang. Wir haben hier einen Reißlaus. Dusselgur, Bisasam, oh, Pikachu Reverse, sehr schön. Und ein Gyarados. Gyarados in Holo. Super. So, Freunde, wir gehen schon rein ins letzte Booster. Ja, sagen wir es mal so. Die Box, wir haben ein strahlendes Bisaflor gezogen. Das ist sehr gut. Das gefällt mir auch sehr gut. Aber bis jetzt hält sich
die Ausbeute der Box in Grenzen. Ja, also wir haben eine V-Karte, wir haben ein strahlendes Bisaflor. Ansonsten bisher nur Holos, aber das letzte Booster kann ja bekanntlichermaßen alles rausreißen. Wir haben hier einen Bisaknosp und meinen Meltan mit einem absolut schlechten Centering. Shiggy, Navitaub, Glumanda, Evoli, die Eibrutmaschine in Reverse und ein Felinara Holo. Ja, sehr schöne Holo-Karte, versteht mich da nicht falsch, mit einer dicken Printline. Die man hier, doch da sieht man sie. Hier. Versteht mich nicht falsch, sehr, sehr schöne Karten, die wir gezogen haben. Aber ja, gut, die Ausbeute war jetzt nicht so bombastisch, sagen wir es mal so. Aber es hat mir auf jeden Fall wieder Spaß gemacht, eine Box zu zerrippen mit euch. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder einschaltet. Einen Daumen nach oben da lasst, Abo da lasst und so weiter und so fort. Ich verabschiede mich, mein Gott. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, macht's gut, haut rein und ciao.